Blick auf die Uhr verschlang sie schnell ein paar Cornflakes und stand dann auf. Nun, ich denke, ich kenne deine private Situation nicht. Es wäre wohl unfair darüber zu richten. Ich würde mich echt gerne weiter mit dir unterhalten, aber ich muss jetzt wirklich zum Unterricht. Du kannst gerne noch ein Weilchen hier bleiben, wenn du dich nicht noch unwohl fühlst. Auf Schule hatte ich eigentlich gar keine Lust. Dort würden mich sicher nur die Konsequenzen für meine Tat gestern erwarten. Du lässt mich hier alleine zurück, obwohl ich bereits deine Wäsche geklaut habe? Du bist wirklich dämlich. Du klaust mir nichts mehr, da bin ich mir sicher. Das denkst du? Das ist unser Trick. Erst sehen wir nicht so aus wie Perverslinge und dann tun wir noch so, als wären wir das Opfer. Und wenn doch etwas fehlt, dann weiß ich ja jetzt, wo ich es zu suchen habe. Sie verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zum Unterricht. Ich sollte mich hier wie zu Hause fühlen, sagte sie mir noch, bevor sie die Wohnung verließ. Ziemlich naiv. Aha, ich verschwinde lieber. Und nehme noch ein paar Sachen mit. Der Fernseher sieht aber gut aus. Ich holte mein Hemd aus dem Nebenzimmer, zog es an und verließ die Wohnung. Es war immer noch nicht trocken und deswegen holte ich mir eine Erkältung. Wo bin ich hier eigentlich genau? Ein paar Meter von der Wohnung entfernt stand ein Schrein, jedoch ein anderer als jener, bei dem ich am Abend zuvor zusammenbrach. Warum war Izumi dann gestern Abend nicht zu diesem Schrein gegangen? Logisch gesehen hätte sie ja auch den Schrein direkt vor ihrer Haustür gehabt. Naja, eigentlich war es gut so, sie hätte mich sonst nie gefunden. Mal sehen. Ich fand ein Schild, welches die Richtung der Innenstadt anzeigte. Ich war knapp 2 Kilometer von der Innenstadt weg und damit wirklich meilenweit von dem Ort, an dem ich gestern zusammenbrach, entfernt. Wie hat sie mich eigentlich hierher gebracht? Ob Izumi bereits ein Auto besaß? Im ersten Teil hatte sie das. Das war wohl die einzige Möglichkeit. Ich setzte mich in Bewegung und ignorierte dabei meinen Rücken so gut es ging. Ich lief nur langsam und für die 2 Kilometer brauchte ich dadurch etwas über eine Stunde. Aber da ich eh nicht wusste, was ich mit der Zeit anfangen sollte, war mir das relativ egal. Irgendwann erreichte ich den Park, in dem ich am Vortag den Streetworker traf. Er war heute natürlich nicht da, deshalb ließ ich mich alleine auf eine der Bänke nieder. Mein Rücken tat immer noch weh und ich hatte das Gefühl, dass das Laufen die Sache sogar noch verschlimmert hatte. Mein Atem ging keuchend. Ich fühlte mich wie nach einem Marathon. Dass die Sonne bereits so früh am Morgen unbarmherzig vom Himmel schien und die Luft vor Hitze flimmern ließ, verbesserte sich die Situation nicht gerade. In der Schule hatten sie Klimaanlagen. Hier im Park nicht. Da sollte man mal eine Petition einreichen. Wenn ich dahin gehe, bekomme ich sicher nur Ärger. Andererseits, ich erhob mich langsam und lief weiter, mitten durch die Innenstadt in Richtung der Schule. Damit hast du dein Todesurteil. Mir kommt der Hintergrund irgendwie bekannt vor. Das ist wahrscheinlich nur ein bearbeitetes Foto, aber irgendwie. Naja. Wir hatten ein Krankenzimmer. Wenn ich der Krankenschwester meine Narbe hinten zeigen würde, dann würde sie sicher schimpfen, weil ich trotzdem zur Schule kam. Dennoch würde sie mich sicher im Krankenzimmer schlafen lassen und das Zimmer hatte eine Klimaanlage. Und es war ruhig. Aber leider hatte Makoto es geschafft, sich an dem Tag in die Mädchenumkleide zu schleichen und kam mit mehreren Beulen, Blutergüssen und einer blutenden Nase in das Krankenzimmer. Als ich an der Schule ankam, hatte gerade die 4. Stunde begonnen. In den Gängen der Schule traf ich keinen einzigen Schüler oder Lehrer. Sehr vorbildlich. Das war auch gut so. Entschuldigung. Oder Entschuldigung? Oder ja. Ich klopfte an die Tür zum Krankenzimmer und öffnete sie dann. Die Krankenschwester, Frau Kurosawa, saß an ihrem Schreibtisch und blickte mich verwundert an. Sie an, Herr Okazaki. Was verschafft mir denn die Ehre? Sie mochte mich nicht besonders. Hatte schon das eine oder andere Mal Leute zusammenflicken dürfen, die ich zugerichtet hatte. Sollte sie doch froh sein, so hatte sie wenigstens etwas zu tun, dachte ich bei mir. Mir geht es nicht so gut. Ja, das sagen sie alle. Nur, dass es bei mir stimmte. Trotz der Hitze und obwohl ich wie ein Schwein schwitzte, war mir eiskalt. Der lange Fußmarsch hatte außerdem an mir gezerrt, sodass die Umgebung langsam aber sicher ins Wanken geriet. Dazu kam noch immer mein Rücken, der mich wirklich umbrachte. Ach ja, das Alter. Ich erwiderte nichts auf ihren Kommentar, sondern zog einfach mein Hemd aus. Sie konnte die Narbe selbst nicht sehen ohne einen Spiegel. Das macht mehr Sinn. Doch der Reaktion von Frau Kurosawa nach sah sie alles andere als gut aus. Oh mein Gott, was ist dir denn zugestoßen?
Ich erzählte ihr kurz und knapp die Geschichte, wie ich gestern zusammenbrach und Izumi mich wohl rettete. Ich sagte ihr aber nicht, dass ich wegen der Klimaanlage zur Schule gekommen war. Während ich ihr all das erzählte, legte sie einen Verband an. Izumi hatte dies nicht getan. Vermutlich hatte sie gar nicht so viel Binden im Haus gehabt. Für den Rest des Tages bleibst du hier auf dem Krankenzimmer und heute Abend soll dich jemand abholen, ist das klar? Nein! Oh, ich nickte. Erwartete sie wirklich, dass ich mich von meinem Vater abholen ließ? Vorher starb ich lieber. Nein, so würde das nicht gehen, aber das brauchte sie ja nicht zu wissen. Die Krankenschwester verließ das Zimmer, vermutlich um meine Klassenlehrerin Frau Hatsumomo Bescheid zu geben, während ich mich in das weiche Krankenbett legte und fast sofort einschlief. Aber auch nur fast. Und da sind wir wieder. Die Party gestern war wirklich toll, findest du nicht auch, Makoto? Allerdings, Mio, sie war großartig. Ich könnte jede Nacht so durchfeiern. Das kannst du aber laut sagen, Schwesterherz. Nicht schon wieder solch ein Traum. Ich will das nicht sehen. Ich will nicht wieder ein Mädchen sein. Das ist gruselig. Wo ist eigentlich Tomoya? Hier, aber bitte beachtet mich nicht. Ich weiß nicht, vorhin habe ich ihn noch gesehen. Hey Leute, seid ihr blind? Wow. Drehen wir uns erstmal wieder komplett im Kreis. Ich habe ihn nicht rausgehen sehen. Ich stand fast die ganze Zeit an der Tür, an mir kam er nicht vorbei. Leute, das ist nicht witzig. Ja, andere zu ignorieren, das hat man früher vielleicht gemacht, ja. Und das ist auch mal eine Minute lang witzig. Aber das geht ein bisschen zu weit. Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht sollten wir ihn suchen? Ich stehe doch direkt neben dir, Karin. Er wird wohl nur aufs Klo gegangen sein. Natürlich. Wie lange fährt er schon? Eine Stunde. Naja. Ja, da hast du sicher recht. Aufs Klo gegangen? Ich stehe doch mitten unter euch. Oder zwischen euch. Wen sucht ihr nochmal? Es sind doch alle da. Endlich, wenigstens einer, der mich bemerkt. Eben, wer braucht schon Tumor, ja? Du hast recht, es sind alle da. Wirklich? Mio, Frau Hatsumomo, Izumi, Karin, du und ich? Da fehlt doch einer, oder? Ja, du Depp hast mich vergessen. Nein, natürlich fehlt der Streetworker. Ach so, klar, der wollte was besorgen und kommt sicher gleich wieder. Ich komme nicht, ich war bereits da, außerdem erscheine ich. Leute, euer Spiel ist langsam wirklich nicht mehr lustig. Ah, da ist er. Tut mir leid, dass ich euch so lange warten ließ. Ei, die Tochter des vermeintlichen Streetworkers. Da war eine ganz große Schlange an der Kasse. Die habe ich alle umgebracht. Dann ging's schneller. Dann lasst uns loslegen. Hey, was soll das? Ihr habt mich vergessen. Leute, ich... hier bin ich doch. Schaut mich doch an. Seht mich. Bitte, bitte lasst mich hier nicht allein zurück. Oh. So. Ja, das ist ja jetzt erstmal für mich für die heutige Aufnahme. Ihr seht gleich das nächste Video, weil wie gesagt, ich nehme das alles erst fertig auf und lade es dann hoch. Aber langsam geht das auf die Stimme. Deswegen... Bis gleich im nächsten Video für mich, am nächsten Tag, was weiß ich, egal. Es geht weiter, sofort. Und zwar jetzt.